Also, ihr seid auf dem Kanal von Turbo Operazzi und man braucht für dieses Spiel eine hohe Frusttoleranz. Ja, das reicht auch noch so. Grafik, Vollbild, Helligkeit, ja. Spiel, Startdruck generieren. Textsprache Deutsch, Sprachausgabe Deutsch, Untertitel anzeigen. Sprachausgabe im Gefecht, Tempo, Charakteranimation 1, beim Gegenstandswert befragen. Was auch immer das bedeutet, gehen wir mal davon aus. So, ja, dann wollen wir mal gucken. Ah, hier, Iron Danger, das kommt auch irgendwann auf diesen Kanal. Kann ja wahrscheinlich von dieser gleichen und dann Entwicklerstudio sein, ich weiß es nicht. Jedenfalls jetzt haben wir hier Iratus. Oh, mal gucken, was er uns bringt hier. Starten. Neues Spiel, neues Spiel, neues Spiel. Kinderspiel. Mehr Ressourcen, mehr Gefechtsbelohnung. Friedhofseffizienz-Tutorial, ja. Ja, gut, Tutorial wollen wir ja. Darum habe ich das Ding ja gestartet. So, noch mal ein bisschen für Licht sorgen. Das Spiel ist ja dunkel genug. Geh und erweitere deine Armee um ihre Leichen. Oh je, das ist so ein. So ein Spiel, was ich normalerweise nicht spiele, aber geschenken Gaul, ne? So, wenn ihr das durchgelesen habt, dann drücke ich mal weiter. Lakaienfähigkeit. Jeder Lakai hat 5 Grundfähigkeiten und eine ultimative. Letztere kann nur mit Zorn ausgelöst werden. Sowohl Lakaien als auch Feinde können manche Fähigkeiten nur aus bestimmten oder nur gegen bestimmte Ziele einsetzen. Ah, da kann ich noch nichts machen. Das ist eine Information, okay. So, was ist jetzt los? Kommt da noch was? Sind das jetzt meine Lakaien? Todesfee, Skelett, Gräber, Bergmann. Mhm. Tja, also für ein Tutorial ist das ein bisschen schlappi, ne? Was haben wir denn hier? Skelett. Fähigkeiten. Da kann man noch alles einstellen. Schädel. Achso, das sind die Sachen, aus denen man den zusammenbauen kann, glaube ich. Und Waffen. Mhm. Auf 1 leveln, aha. Das ist der Bergmann. Mhm. Sagt mir nichts. Also man muss auch sehr genau gucken, was man hier so zusammenbastelt. Und selbst wenn man es gut macht, kann man davon ausgehen, dass das alles flöten geht beim ersten Spiel. Also von daher bewirkt 100%. Nee, da hatte der andere ja mehr Schaden. Ne? Hier, der Skelett. Keine Ahnung, was ich hier jetzt. Also da draufdrücken hilft alles nicht. Das sind die Punkte, die sie schon haben anscheinend, die Fähigkeiten. Gut, und was soll ich jetzt machen? Ungültiges Ziel. Ungültiges Ziel. Skelett. Da
Ach so, die sind alle schon fertig hier im Tutorial nicht verfügbar. Ach, da kann man Zauber. Aha. Wählt ein Slot für dieses Talent. Ja, da stehe ich jetzt so ein bisschen doof da. Noch ein Skelett. Es wäre schön, wenn das ein Tutorial ist, dass einmal erklärt wird, was man hier machen soll. Aha. Ein ungültiges Ziel. So, Todeselfe. Gut. Ektoplasma. Staub, Lumpen und Herzen. Aha. So, was soll ich jetzt hier machen? Kapier ich so nicht. Also so aus der hohlen Hand. Kann ich das hier rauf machen oder Doppelklick? Auch nicht. Puh. Skelettfähigkeiten. Das Klicken nützt hier auch nichts. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Info. Ein wenig beeindruckend. Effekte. Steht nichts. Fähigkeiten, Werte. Kosten 2. Wenn das eine Übersicht ist, ist das aber scheiße jetzt hier. Verdammt, Entschuldigung, aber das ist echt. Ist das das, womit ich starte, oder was ist das hier? Noch einer, noch ein Skelett. Ja, und jetzt? Keine Ahnung, was ich jetzt hier... Wählt ein Talent für diesen Slot. Jetzt habe ich den rausgeschmissen hier. Toll. Ich soll ein Talent wählen, hier draußen. Ne? Da ist aber nichts. So, die will ich jetzt haben hier. Und das mache ich jetzt hier. Wupp, wupp, wupp. Und hier kann ich irgendwo noch einen Haken hier setzen. Nee. Also, vielen Dank. Dieses Spiel finde ich jetzt schon nicht so gut, wollen wir sagen, ne? Machen wir mal Escape. Machen wir Hauptmenü nochmal rein. Versucht ihr nochmal was anderes. Gefechte 0, neues Spiel. Kinderspiel. Ah ne, warte mal, da wollen wir nochmal zurückgehen. Verlassen. Irgendwo stand doch eine... Ach, jetzt bin ich ganz raus. Ist vielleicht auch ganz gut so. Hat mir so auch wirklich nicht viel Spaß gemacht. Ich nehme mal an, euch geht's ähnlich. Also wer Lust hat, sich da hineinzulesen, der kann das gerne tun. Ich glaube, ich werde das Spiel nicht wieder spielen. Gut, dass es mich nichts gekostet hat. Also von daher... ist kein wirklicher Schaden entstanden. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Das wird Iron Danger sein. Mal gucken, was das bringt.